Herzlich willkommen im Rasthaus Viertler, werden schon viele Gäste gelesen haben. Dass hier Gösserbier ausgeschenkt wird, ist nicht zu übersehen. Dass aber Clemens Draxl den Titel erster steirischer Braufrischwirt bekommen hat, weiß man erst seit dem 27. November, denn an diesem Tag wurde hier die erste steirische Braufrischanlage offiziell in Betrieb genommen. Braufrischwirt, ja, darf ich mir jetzt nennen. Natürlich auch der Dank an die Brauunion, an den Herrn Richard Lorenzoni und an den Schwinger Heinz, die was auch mir das ermöglicht haben, der Erste zu sein in der Steiermark, der was die Schautanks anbietet. Gösserbier braufrisch beim Wirt, wie ist das zu verstehen? Ja, braufrisch heißt, dass das gereifte Bier wird vom Braumeister in der Brauerei sozusagen freigegeben, kommt dann direkt in den Biertankwagen und der fährt hierher und füllt die Tanks an. Sozusagen, das ohne Umweg kommt das Bier direkt von der Brauerei hier nach Kalwang zum Clemens Draxl. Daher ist es braufrisch, ohne Umwege, direkt zum Kunden. Hier lagert es dann in Ruhe in den Tanks und wird nur mit der biereigenen Kohlensäure gezapft. Daher ist es auch süffiger und milder. Stellt sich natürlich die Frage an die Gäste, wie schmeckt das Braufrischgösser? Sehr gut. Es ist irgendwie ein bisschen milder und die Temperatur ist auch sehr angenehm. Ja, schmeckt gut. Also das finde ich sehr gut. Ich bin eigentlich gern eine Biertrinkerin. Trinke immer am Tag ein Seiterl, zwei Seiterln. Ist sehr bekömmlich. Das ist besonders süffig und bleibt natürlich beim Gösserbier. Besonders gut, nicht? Weil ich trinke oft Gösser, sehr oft. Und heute schmeckt es noch besser, weil es nur 1 Euro kostet. Nicht? Wir setzen seit vielen Jahren Biertanks ein. Nur das ist jetzt der erste, wo wir sozusagen mit Schautanks in die Gaststätte gehen. Das heißt, wir haben sehr viel Erfahrung mit Tankbier, weil es eben ein bekömmliches, süffiges Bier ist. Aber diesen Weg hier in den Gastraum zu gehen, der ist neu. Das hier ist der erste Gösser Braufrischtank in der Steiermark, den wir installiert haben. Seitens der Brauunion ist man bestrebt, auch in der Steiermark dieses System verstärkt anzubieten. Ich bin sehr stolz, dass das der erste Orion-Tank ist, der was in der Steiermark so platziert ist, so wie er hier steht. Und ich hoffe natürlich auch, dass gewisse andere Wirte sich dadurch inspirieren lassen, dieses System anzunehmen, wo natürlich die dementsprechenden Platz- und Umsatzverhältnisse gegeben sind. Und dass sich dieses System auch optisch in den Gastraum integrieren lässt, zeichnete eine engagierte Tischlermeisterin verantwortlich. Von der Gösser Brauerei sind sie normalerweise für Sudhäuser, sie sind in so bronzefärbig und dadurch, dass es eben hier wirklich das Gösserbier vertritt, ist eben die Brauerei, haben wir gebeten darum, dass diese Tanks wirklich in grüner Ausführung mit dem Gösser-Logo Braufrisch hier so stehen, wie sie eben jetzt stehen. Eines darf wohl mit Sicherheit gesagt werden. Das Gefühl der Gäste, dass Gösser Braufrisch im Gastraum sichtbar gemacht wurde, den Eindruck, dass wenn der Durst am größten Gösser Braufrisch ausgehen könnte, höchstwahrscheinlich nicht gegeben ist.